Mit 19,4% der Gesamtstory starten wir jetzt in die Rückkehr des Königs. In die Rückkehr des Königs. In den Teil die Rückkehr des Königs. Ja, ich wollte euch das noch kurz zeigen. Also wir haben noch nicht sehr viel geschafft, obwohl wir schon durch die Story zu zwei Dritteln durch sind. Aber ja, da ist halt noch ganz vieles offen. Das wird dann aber später etwas besser vorangehen. So, wir sind jetzt hier mit Frodo, Sam und Gollum unterwegs. Ich könnte auch wechseln und... Ich kann aber, glaube ich, immer noch nicht... Doch, jetzt kann ich auf Gollum wechseln, okay. Und jetzt kann ich mit ihm auch mal hier hochklettern. Oder geht es sogar schon weiter? Das wollte ich eigentlich noch gar nicht. Aber gut, dann soll das wohl so sein. Wir starten mit dem nächsten Level, welches da heißt... Jetzt bin ich gerade gespannt. Wahrscheinlich ist es irgendwas mit Minas Tirith. Sieht so aus. Ja, wir sind mit Frodo und Sam unterwegs und wir sind vor den Toren von Mordor an der Toten Stadt. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie die heißt. Aber egal. Ist ein cooles Level auf jeden Fall. Wir dürfen uns da weiter durchschlagen und Frodo hat zunehmend damit zu kämpfen, dass der Ring von ihm Besitz ergreift. Nein, das war jetzt ich. Das war jetzt nicht der Ring. Okay. Da kann Sam ein bisschen buddeln. Wir müssen natürlich auch aufpassen. Was denn? Ich will das doch nur zusammenbauen. Wir müssen natürlich auch aufpassen, dass die Orks uns nicht erwischen. Hat gerade Frodo mit uns geredet? Kann das sein? Ich wollte eigentlich noch nachgucken, ob der Ton in der letzten Folge okay war oder ob der Spielsound zu leise war. Allerdings konnte ich das nicht, weil das sonst den Spielstand nicht gespeichert hätte. Oh, was ist denn das für ein Krach hier? Ich glaube, dass wir letztendlich da oben weiter müssen. Was ist das hier eigentlich? Ja, ich glaube, wir müssen... Hä? Ich glaube, wir müssen Frodo einfach nur davon abhalten, da lang zu gehen. Ich weiß jetzt nur nicht genau wie. Moment, da ist ein Hebel. Drücke B, um den Schalter zu benutzen. Okay. Okay. Dann kann ich hier ein Seil dranhängen. Oh, es ist laut hier. Also auf meinen Kopfhörern ist es gerade sehr laut. Ich glaube, wir müssen hier eine Treppe zusammenbauen oder so. Ich bin hier jetzt gerade noch so ein kleines bisschen ratlos, was wir jetzt wirklich machen müssen. Ui. Das gibt ordentlich Asche. Ich glaube, ich werde jetzt mal Frodo ignorieren und werde jetzt erstmal hier weiter basteln. Genau. Weil als ich da oben nämlich diese Stufen gesehen habe, habe ich schon gedacht, ich glaube, da müssen wir hin. Also nicht über diese... nicht über diese große Brücke, sondern hier oben lang. Aber... Na, das reicht noch nicht. Ich habe aber keinen Pfeil und Bogen. Das heißt, da kann ich nichts machen. Ah, Moment, hier geht's weiter. Aber Gollum kann nicht graben. Nee, kann er nicht. Nein, kann er nicht. Okay. Ach, dann habe ich mich geirrt. Dann ist die tote Stadt... Das ist dann doch ein anderes Level. Dann geht es wahrscheinlich jetzt erstmal nach... Oh Gott. Emon Mui? Nee.
dachte jetzt vielleicht nach Emon Mui. Okay, jetzt kann ich aber hier mit diesem Stein die Zielscheibe anwerfen, glaube ich. Nein? Sicher? Was muss ich denn da machen? Ich dachte jetzt, ich habe diesen Stein in die Hand bekommen oder diesen Schädel und könnte damit gegen die Zielscheibe werfen. Aber das ist anscheinend nicht das Rätsels Lösung. Okay, verdreschen wir mal Gollum. Oh, hier war noch ein violetter Stein. Ja, wegwerfen wollte ich ihn jetzt eigentlich nicht. Was mache ich denn jetzt damit? Vor allem, wo ist er jetzt hinten? Jetzt ist er wieder da oben. Ach, halt. Ach, ich kann Frodo sogar direkt steuern. Vorhin hatte ich nämlich das Gefühl, dass es nicht geht. Okay. Ja, ich stelle mich gerade ein bisschen doof an. Aber ich habe jetzt hier tatsächlich... Ah, Moment. Jetzt, ja, das hatte ich nicht gesehen, dass ich da dagegen werfen muss. Ich dachte, ich muss an die Zielscheibe werfen. Okay, das ist was für Sam. Ja, und immer wenn wir einen anderen Charakter steuern, läuft Frodo wieder los. Und ich muss ihn dann halt regelmäßig zurückholen. So war das. Moment. Schon wieder auf halbem Weg. Ich muss auf jeden Fall mit Frodo da hoch, weil es da dunkel ist. So. Jetzt kippe ich das darüber. Und dann ziehe ich die blöde Karre aus dem Dreck. Die verdammte Karre, genau. Jetzt müsste aber eigentlich unsere Treppe gleich fertig sein. Sieht eigentlich ganz gut aus. Also schön einsammeln. Jawohl. Oh je, und jede Menge Orks. Und Nazgul. Kommt weiter, Hobbits. Wir klettern. Wir müssen klettern. Immer schön die Treppe rauf. Jawohl, ein Checkpoint. Das ist doch schön. Mich wundert, dass ich da jetzt gerade nicht runtergefallen bin. Das wird mir nämlich ähnlich sehen. Übrigens, falls ihr euch wundert, ich bin mir ja nicht sicher, ob es euch auffällt, dass mein Headset-Sound jetzt ein bisschen anders klingt, vielleicht sogar besser. Ich hoffe, dass dem so ist. Ich habe mir ein neues Headset organisiert. Also, eigentlich war das so. Ich habe mir ein neues Headset organisiert und am gleichen Tag komme ich bei Alex in die Küche und da liegt da ein Headset auf dem Tisch. Und ich habe gedacht, ich falle vom Glauben ab. Habe ich gemeint, sag mal, wem gehört denn das? Ja, das ist meins. Das habe ich gerade verliehen gehabt. An seinen Neffen, an Timo hat er das verliehen. Hat er gerade zurückbekommen. Und es war genau das Headset, das ich früher mal hatte. Und das ich über alles geliebt habe, weil das echt gut war. Und so ein Nacken-Headset, vom Klang her gut, sehr bequem und alles. Und ich war immer total begeistert davon. Und dann war irgendwann war da mal das Kabel nicht in Ordnung, dann wollte ich mir das nochmal besorgen und dann gab es das nirgends mehr. Und genau dieses Headset hatte Alex dann da rumliegen. Er hat gesagt, ja, kannst du haben, ich brauche das nicht. Und ja, mit diesem Headset nehme ich jetzt gerade auf. Also ich hoffe, man hört es ein bisschen am Sound. Und ich merke es auf jeden Fall an der Aufnahme. Es, also,
am Tragekomfort, an der Handhabung. Das ist richtig klasse. Wenn ihr auch so eins rumliegen habt, das ist ein Hama-Headset, ein Nacken-Headset, und das ist an den Kopfhörerteilen ist das so blau, so metallic blau ein bisschen. Und also wenn ihr da noch irgendwelche Restbestände zu Hause habt, ich kaufe euch die auch gerne ab. Das sind ganz billige Headsets, aber ich bin total begeistert davon. Ich hoffe, dass das jetzt etwas länger hält. Headsets haben halt bei mir das Problem, dass halt irgendwann relativ zügig die Kabel im Eimer sind. Und Kabelbruch oder so. Und deshalb kaufe ich mir auch keine teuren Headsets, weil auch wenn die besser von der Qualität her sein mögen, das mag ja durchaus sein, aber das bringt mir nichts, wenn ich mir dann alle 3 Monate ein neues Headset kaufen muss oder alle halbe Jahr, und das ist dann so sauteuer. Deshalb kaufe ich schon nur die billigen, weil die Kabel gehen bei den teuren nämlich genauso schnell kaputt. So. Hatte jetzt alles nichts damit zu tun, aber ihr könnt mir ja gerne mal eine Meinung da lassen, ob ihr da einen Unterschied hört. Ich weiß, dass meine Let's Plays gerade vom Ton her qualitativ jetzt nicht das Gelbe vom Ei sind. Aber ich mache das ja auch aus Spaß und nicht um Geld damit zu verdienen, oder? Ich bin da jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh, das muss jetzt beste Qualität sein. Dafür gibt es Profis, die sowas machen können, die dann zigtausende von Abonnenten haben. Ich finde es so ein bisschen übertrieben, wenn man so als kleiner YouTuber, der nur, keine Ahnung, ein paar hundert Abonnenten vielleicht hat oder so, da Unsummen investiert in so eine teure Technik. Ja, ich meine, wenn man es braucht, okay, aber ich sehe da so einen Sinn etwas verfehlt. Weil vorrangig soll es halt Spaß machen. Okay. Ja, da brauche ich wohl Sam. Kommt der von hier aus dahin? Nee, ne? Muss ich erstmal mit dem hochklettern. Aber... ja. Genau. Ja, genau. Das dachte ich mir nämlich. Wenn ich da jetzt den Knopf drücke, mit dem er eigentlich das Seil benutzen kann, dann fällt er nämlich runter. Ich hätte einfach nur bis zur Kante gehen müssen. Okay. Ja, ich weiß, ich habe jetzt ein paar Stats nicht eingesammelt. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, die legendäre Treppe in Herr der Ringe. Wo ja auch Gollum gesagt hat, ja, immer schön die Treppe rauf und so weiter. Das habe ich ja vorhin auch mal kurz erwähnt. Geiles Level. Also, auch ein schöner Teil der Geschichte. Ich weiß noch, oh, das war so klasse, als wir Herr der Ringe das erste Mal geguckt haben, Alex und ich. Es ging dann diese Treppe hoch und überall waren die Spinnenweben. Du hast mir nicht gesagt, dass da Spinnen vorkommen. Wieso hast du mir das nicht gesagt? Also, weil, ja, mit Spinnen kann er halt gar nicht. Ja. Ja, da war er nicht so begeistert. Wieso fällt denn der jetzt da runter, verdammt? Ach so. Ein Hebel. Ja gut, wir kommen ja einigermaßen voran. Hier können wir jetzt Gollum reinschicken. Ich schicke Sam rein, weil ich sehe schon, dass ich da wahrscheinlich gerade gleich eine Pflanze ausgraben darf oder heranzüchten darf. Genau. Flump. Ah ja. Ich weiß jetzt echt nicht, wie ich darauf komme, aber ich muss gerade an Final Fantasy 9 denken. An das Königreich Burmezia. Es ist von der Stimmung her vielleicht ein bisschen ähnlich, so ein bisschen trübsinnig düster. Weiß ich nicht. Da hätte ich ja auch mal wieder voll Bock drauf. Aber erstmal nicht. Das dauert noch. Also bis Final Fantasy 9 kommt, das kommt mit Sicherheit irgendwann, weil es einer meiner Lieblingsteile ist. Aber da müsst ihr noch viel Geduld haben. Ich weiß, auch einige haben sich auch Final Fantasy 8 gewünscht. Auch das würde für mich noch in Frage kommen. Also 8 und 9, die beiden. Vielleicht auch mal was von den früheren Teilen. Aber jetzt erstmal noch nicht. Mir geht's gut. Du bist erschöpft. Das liegt an diesem Gollum. An diesem Ort. An diesem Ding und deinem Hals.
Ich könnte ein wenig helfen. Ich könnte ihn für eine Weile tragen. Für eine Weile tragen. Heilen, die Last. Scher dich weg! Ich will ihn ja nicht behalten. Siehst du, er will für sich. Ich will doch nur helfen. Geh nach Haus. Du bist mir keine Hilfe mehr. Ich auch nicht. Ich möchte das auch nicht. Ja, also Gollum hat die ganze Zeit schon so ein bisschen Zwietracht gesät zwischen Frodo und Sam, also beziehungsweise bei Frodo gegen Sam. Und hat es jetzt wirklich geschafft, dass Frodo in den Abgrund stürzt und Stats verliert. Nein, dass Frodo Sam weggeschickt hat. Und hier haben wir jetzt schon noch mehr Spinnenweben. Ja, und dadurch, dass Sam weg ist, ist natürlich eine wesentliche Stütze und Hilfe für Frodo weggebrochen. Auch wenn er ihn selber weggeschickt hat, er hat ihn als Bedrohung und als nicht mehr hilfreich empfunden und deshalb hat er ihn weggeschickt. Und für Gollum ist es jetzt natürlich... Ja, hier könnte ich jetzt Sam brauchen, aber den habe ich nicht dabei. Und für Gollum ist es jetzt natürlich wesentlich einfacher, an den Ring zu kommen, denn Sam war ja immer sehr misstrauisch und hat Gollum sehr im Auge behalten. Und ja, die größte Gefahr für Gollum ist jetzt tatsächlich weg. Übrigens, diese Spinnen, die können unter Umständen sehr lästig sein. Aber das Licht Erendils vertreibt sie. Deshalb überall da, wo Frodo unterwegs ist, haben wir keine Probleme mit den Spinnen. Ui. Und wir haben einen Entwurf freigeschaltet. Sehr schön. Ach, das freut mich. Ich habe ja jetzt durch meine Abstürze ein paar Stats verloren, deshalb versuche ich jetzt hier nochmal welche einzusammeln. Und natürlich leuchtet die Klinge von Stich jetzt blau, denn die Orks sind natürlich nicht weit weg. Ah, toll. Wir sind ja ganz dicht an Mordor und da sind natürlich immer Orks da. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie es in diesem Level mit Schatzkisten aussieht, ob wir da gut rankommen oder... Im letzten Level war das ja echt richtig gut. 5 Stück, das war schon nicht schlecht. Uiuiui. Ui, ui. Ich glaube trotzdem, dass es knapp wird mit dem Abenteurer. Eben weil ich schon ein paar Mal abgestürzt bin und da habe ich nicht wenig verloren. Mein Gott, ich bin so glücklich, wenn wir unsere Multiplikatoren endlich mal haben. Dann scheppert es richtig in unserer Stadtkiste. Aber da müssen wir auf jeden Fall noch bis zum freien Spiel warten. Da muss ich mich dann auch erstmal schlau machen, was wir in welcher Reihenfolge machen müssen. Damit wir da möglichst effektiv vorankommen. Ja, hier komme ich nicht ran, da bräuchte ich jetzt den Sprengmeister. Weil man sieht schon, dass das Netz so silbern glitzert, also so metallisch. Das sind auch violette Stats hinten dran. Aber ich komme halt momentan nicht dran. So, da hinten ist auch noch eine Kiste. Die könnte ich allerdings eventuell kriegen. Das werde ich gleich mal versuchen. Natürlich erinnert das Ganze auch so ein bisschen an den verbotenen Wald in Harry Potter mit den ganzen Akromantulas.
Na? Ah, ich habe mich gerade schon gefragt, was das da für ein Gang ist. Okay, das hat sich jetzt gerade von selbst erklärt. Da kann ich jetzt nämlich hier durchkrabbeln. Und tatsächlich. Ja gut, die war jetzt nicht wirklich schwer zu bekommen. Oh, toll. Nee, da kann ich nirgends was kaputt machen. Also schlagen wir uns weiter durch die Spinnennetze. Und oh, die Folge ist zu Ende. Dann würde ich sagen, das letzte Stückchen, das machen wir dann morgen. Und ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viel in dem Level noch kommt, aber ein bisschen was kriegen wir auf jeden Fall noch zu tun. Und ja, dann werden wir uns dann morgen mit Gollum und Frodo weiter den Weg durch die Dunkelheit bahnen. Und oh Gott, ich sehe es da hinten schon. Ja, das heben wir uns definitiv für morgen auf. Da. Sieht doch sehr nach Endgegner aus. Bis morgen dann. Tschüss.